Du hast Mut, hier herein zu platzen. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blaue Edition. Beim letzten Mal sind wir in Prismania City angekommen und jetzt wollten wir erstmal mit den Menschen hier reden. Das war viel zu viel des Guten. Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich den Radweg benutzen. Ich habe ein Fahrrad. Ich kann den Radweg benutzen. Geil. Die Pokéflöte weckt Pokémon mit einem Geräusch, das nur Pokémon hören können. Gib mir die Pokéflöte. Hast du wahrscheinlich keine, wa? Ich bin von Fruxania City auf dem Radweg hinaufgefahren. So. Damit waren's die wichtigen Personen. Yeah! Halte dich aus den Rockets Angelegenheiten heraus. Ich bin gerade nur so ein Passant, der hier so rumläuft. Aber gut, ihr seid Team Rocket. Euch suche ich ja eigentlich schon. Ich habe euch nur im Pokémon-Turm nicht angetroffen. Was ist denn hier? Ist doch irgendwas versteckt, oder? Nein? Naja, wenn, dann sehe ich es jetzt eh nicht. Ach, hier hinten geht's rein. So, durchs Dach, oder wie? Einfach mal gleich den Geheimgang genommen. Den normalen Weg kann ja jeder nehmen. Ich weiß alles. Naja, das sagt ja schon mal viel aus. Ein Infoblatt über TM. Es gibt insgesamt 50 TM. Außerdem gibt es 5 VM, die mehrfach nutzbar sind. Silphco. Und das ist das Silphco, was ich brauche. Nö. Ein Evoli ist jetzt auf dem PC. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Tipps für Trainer: Die Benutzung des Link-Kabels brauche ich nicht. Werde ich nie benutzen. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Außerdem ist es auch gar nicht mehr notwendig, wichtig. Weil das Spiel einfach zu alt ist. Ja. Wir sind gleich noch so nett und gehen den richtigen Weg. Aber wir haben schon mal ein Evoli. Das ist übrigens... Ja, aber was? Na, da. Evoli, Evolutions-Pokémon. Der Gencode von Evoli ist uneinheitlich. Die Strahlung von Elementstein lässt es mutieren. Okay, es wird zum Monster sozusagen, ne? Zum komischen, hässlich aussehenden Monster. Quappo ist mein bester Freund. Es entwickelte sich, als ich ein... Quapuzzi einen Wasserstein gab. Ich hab's heute. Mit Wasser... mit Stein. Quappo, Quappo. Okay. Was haben wir hier? Tausche Münzen gegen Preise. Wechselstube. Hallo, ich möchte gerne meine Unterhose wechseln. Ich hätte gerne ein Porygon. Aber ich habe kein Glück an den einarmigen Banditen. Ja, bei Behinderten... Okay. Ich sag lieber nichts. Ich hatte heute eine Glückssträhne. Er hat Probleme mit Behinderten und du hast eine Glückssträhne. Okay. Rocket Spielhalle. Ein Spielplatz für Erwachsene. Geil, ich bin ein Kind. Ich gehe hier rein. Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Ups, ich habe den Münzkopf vergessen. Ich habe nicht mal einen. Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Ups, ich habe den Münzkorb vergessen. Ich habe immer noch gar keinen Münzkorb. Glücksspiele sind
unheimlich, man wird schnell davon abhängig. Du benötigst einen Münzkorb. Herrlich, das macht Spaß. Ich habe gar keinen Münzkorb. Hey, du hast Wichtigeres zu tun, Champion in Spee. Die Arenaleiterin von Prismania City heißt Erika. Sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Ja, ja, da gehe ich noch hin. Möchtest du auch spielen, Junge? Ups, ich habe den Münzkorb vergessen. Ja, ich sag's extra so. Psst, höre mir zu. Man sagt, diese Spielhalle gehöre dem Team Rocket. Echt? Steht ja gar nicht vorne im Schild dran. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Na du? Willkommen in der Rocket-Spielhalle. Benötigst du Spielmünzen? Für... ja? Du benötigst einen Münzen... Willkommen. Hinter der Tür kannst du deine Münzen gegen Preise tauschen. Ja, das ist andere Tür. Da war ich schon. Na du? Verschwinde von dem Poster. Oder ich muss... Wie, warum soll ich von dem Poster verschwinden? Es ist doch nur ein Poster. Oder hast du dahinter deinen Münzkorb versteckt? Dann verstehe ich das natürlich. So. Naja, stört mich nicht. Eigentlich schon, aber ich muss es ja keinem auf die Schuhe binden. Nee, wie heißt es? Egal. Schön, wenn man Sprichwörter verkackt, weil man gerade nicht weiß, wie die heißen. So, das nächste ist Zubat. Gut, und darf ich jetzt gucken, was an dem Poster so Schönes da ist? Mist. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Versteck? Von eurem Münzkorb? Wo bist du denn langgelaufen? Ist doch gar nichts. Willst du mich verarschen oder was? Hier ist ein schönes Poster. Seltsam. Hinter dem Poster ist ein Schalter. Mal sehen. Oh, ich habe, glaube ich, eine Tür geöffnet. Hallo. Ich habe eine Tür geöffnet. Wie kommst du her, Kleiner? Ich habe eine Tür geöffnet. Toll, ne? Oh, Team Rocket. Ja. Ich habe eine Tür geöffnet. Aber ich habe den Münzkorb vergessen. Ich hoffe mal, den brauche ich hier nicht. Nee, dafür brauche ich eher was anderes. Willst du mich veräppeln? Wer benutzt bitte jetzt zweimal hintereinander Hypnose? So. Bis. Aha. Gut, jetzt wird jeder ein bisschen trainiert. Gibt Schlimmeres. Yeah. Man merkt, Tutok ist mächtig. Obwohl wir es schon lange nicht mehr so, also gar nicht mehr so oft benutzen. Es ist immer noch mächtig. Autsch, geschlagen. Oh. Die Tür ist zu, aber dafür habe ich ja die andere geöffnet, damit ich hier bin. Hallo. Du hast Mut, hier herein zu platzen. Naja, ich bin durch die Spielhalle und dann das Poster. Naja, und da dachte ich, das ist ein Münzkorb, aber da war so ein Schalter. Und den habe ich dann gedrückt.
Ja, und dann war da eine Tür. Mit einer Treppe dahinter. Und da bin ich dann runtergegangen, genau. Und jetzt versuche ich, dass Ibitak aufsteht. Aber das klappt nicht. Es schläft einfach weiter. Ibitak, du solltest aufstehen. Danke. War zwar spät, aber noch rechtzeitig. Aber gerade so rechtzeitig, guck. Noch lebst du. Du konntest sogar Radikal noch besiegen. Und Abrarecht Level 16. Noch ein Radikal. Ja, ich möchte kurz mal wechseln. Mir geht nämlich das Gedudel auf den Sack. Dafür schläft jetzt Smetbo. Danke. Ja. Ruckzuckhieb hat eine erhöhte Priorität, wird also zuerst eingesetzt. Bevor ich mal hier dran bin. Ja, das war ein Volltreffer. Mann, Mann, Mann. Autsch. Das war's mit Smetbo. Team Rocket ist stark, aber die haben ein super Geheimversteck. Da muss man ja erstmal einen Schalter finden. Mist, versagt. Hey, Abra entwickelt sich. Yeah. Bam, badam, 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 badam. Abra wurde zu Kadabra. Yeah. Kadabra versucht Konfusion zu erlernen, aber Kadabra kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke? Ja, da soll was vergessen werden. Und zwar Teleport bräuchten, weil eigentlich erstmal nicht, aber Mega Heap oder Body Slam. Ich mach mal Body Slam weg. Ich lass mal Teleport noch. So. Ein Fluchtseil brauche ich nicht. Aber so wie es aussieht, komme ich ja hier eh nicht weiter. So. Erstmal wieder hochgehen. Meine Pokémon sind am Arsch. Ich meine, wer erwartet denn auch bitte sehr in Rocket-Spielhalle? Team Rocket. Niemand. So, Pokémon heilen. Und jetzt haben wir ja ein Kadabra. Das geht schnell, ne? Im letzten Part war noch aber ganz schwach. Und jetzt ist es schon ein Kadabra. Und wir gehen einfach mal wieder ins Paradies. Warum hat das Ding eigentlich? Doch hat ne, nur eine Tür. Warum ist das Ding so breit? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Guckt euch das mal von außen an. Hier ist ein bisschen weniger Platz als hier. Aber hier ist so wenig Platz und hier so viel. Okay. Außerdem sieht das Haus von außen irgendwie kleiner aus. Logik. So. Pflanzen. Hallo.
Na du? Der Boss sagt, das Silphkob macht Geister sichtbar. Ach, ihr habt das. Das brauche ich. Damit ich auch die Treppe da hoch kann. Wenn ihr es habt, kann ich natürlich nicht die Treppe hoch. Geht ja nicht. Level 17, ihr habt voll die starken Pokémon. Nicht. Purienschlag, komm, weg damit. Weg damit, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, weg damit. Danke. Zubat wurde besiegt. Und das nächste, naja gut, bei 5 Pokémon ist klar da. Sind die Pokémon nicht so stark? Das sind es nur mehrere. Um den Kampf trotzdem noch lang anzuhalten. Weil es ja mehrere sind. Ja, den hätte er auch gleich in einem Schlag besiegen können. Wäre besser gewesen. Level 29. Ein Slimer. Yay. Warte. Ja. Purienschlag. Komm, weg damit. Ich weiß, du willst es doch auch. Und als letztes ein Zubat. Das erstmal die Attacke abwehrt. Hey. Böses Zubat. Attacke abwehr nicht gut. Gut. Ja, das ist doch toll. Das natürlich nicht. Gut, das ging daneben. Schlug fehl. Na, ihr wisst schon, was ich sagen will. Es hat nicht getroffen. Meinst du dafür schon? Und radikal als letztes. Da setzen wir mal Schnabel ein. Volltreffer. Nächste. Na du? Stopp, ich ergebe mich. Ja, besser als wenn du dich übergibst. Ich will das Item. Mich daran. Ich gehe erstmal hier lang. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Ja, und jetzt blase ich dir den Marsch. So. Ein Pokémon. Ach echt, er hat ein Pokémon. Ja, er hat ein Pokémon. Aber er hat nicht nur ein Pokémon, wie wir gerade gesehen haben, er hat ja zwei. Erstmal mal Cholo. Ja, Schnabel, komm. Purienschlag haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Wow. Und weg. Und noch eins. Wow. Du bist voll stark. Du hast zweimal das gleiche Pokémon. Was zweimal nicht besiegt wird. Beim ersten Schlag. So. So, besieg du Lappen. Was? Ich hab verloren. Ja, hast du. Ah, das ist ein Ball. TM10. Was ist das? Das will ich noch gucken. Was ist TM10? Das ist Risikotackle. Nö. Nein. Geh da nochmal hoch. Und dann werden wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, da ist keiner. Egal, ich bleib einfach hier stehen. Dann machen wir beim nächsten Mal einfach weiter. Dann gucken wir, ob da links was ist. Und dann machen wir da unten weiter. Durch diesen Wirrwarr-Garten.
da oben ist ja nochmal was gewesen. Na egal. Bis dann. Ciao, ciao.